Wer vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen? Beim deutschen Vorentscheid wollen sich 8 Kandidaten in die Herzen der Fernsehzuschauer singen. In der ARD wird unser Song für Dänemark gesucht, moderiert von Barbara Schöneberger. Der bekannteste Teilnehmer ist in diesem Jahr unheilig. Der Graf hatte bereits gesagt, dass ihm einer der schwersten Auftritte seines Lebens bevorstehe, weil er so aufgeregt sei. Seine Berühmtheit sehe er dabei nicht unbedingt als Vorteil. Die Konkurrenten des Grafen sind, das gezeichnete ich, Eliza, Madeline Juno, Marie-Marie, Oceana, Santiano und The Baseballs. Die Fernsehzuschauer können 3-mal abstimmen, bis der Sieger feststeht. Und der singt dann am 10. Mai beim Eurovision Song Contest im dänischen Kopenhagen. Im vergangenen Jahr trat die Gruppe Cascada für Deutschland an und landete auf dem unrühmlichen 21. Platz. Da sind die Erwartungen an den diesjährigen Teilnehmer wohl umso höher.